Ich werde versuchen, nicht ganz so visionär zu sein wie mein Vorredner. Werde versuchen, mich nicht zu doppeln. Für mich ist Big Data deutlich praxisnäher, als man es beim Spiegel Online manchmal liest und überall sonst. Da versuche ich einen kleinen Einblick zu geben, was es wirklich auf sich hat, wo heute vielleicht auch schon Potenziale liegen. Und da das natürlich auch Zukunft Big Data heißt, hier und heute werde ich natürlich auch meinen Ausblick geben. Der wird aber nicht 10 Jahre umspannen, sondern immer die nächsten 2 bis 3. Und eigentlich sagen, was sind denn die Themen, mit denen wir uns jetzt anfangen sollten zu beschäftigen? Daten haben wir reichlich. Ich glaube, so viel ist jedem klar. Da erzähle ich Ihnen nicht wirklich was Neues. Auch jeder hat diese Zahl damals bei Spiegel Online gelesen. 2,8 Zettabytes. Im Moment sind wir vielleicht schon bei 10 und nächstes Jahr bei 40 Zettabytes, was auch immer das heißt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe das mal ein bisschen umgerechnet. Habe gesagt, okay, ein Byte ist ein Buchstabe. Auf eine DIN A4-Seite, 80 Gramm Papier, kriege ich vielleicht 1000 davon. Und dann stapeln wir die mal hoch. Und siehe da, wir kommen ungefähr 2000 Mal bis zur Sonne. Mit diesem Stapel aus Papier, auf die wir Buchstaben drucken. Das sagt uns immer noch nicht viel, außer das ist viel. Ja? Macht es aber vielleicht ein bisschen transparenter, weil so eine Zahl kann sich der Mensch irgendwie erstaunlich schlecht vorstellen. Dafür haben wir keinen Kopf. Ja? Wir haben auch keinen Kopf dafür, einen Stapel von Papier irgendwie bis zur Sonne zu stapeln. Das fällt uns auch ein bisschen schwer, aber ich glaube, es wird ein bisschen transparenter. Also wir haben genug. Ja? Und wenn man den Medien Glauben schenken kann und auch diesen ganzen visionären Ausblicken und allem, und egal auch wie kritisch man ist, die meisten sagen, voll cool. Ja? Unfassbar viele Daten, unfassbar viele neue Potenziale. Soweit richtig. Ja? Auch wenn die Daten alleine das natürlich noch nicht hergeben. Also die Daten alleine haben ja natürlich irgendwo einen Wert in sich, wenn ich rausfinde, wie ich jetzt diese Daten zu einem Wert machen kann. Und da ist eigentlich so unser grundlegendes Problem, was ich heute so ein bisschen aufdecken will. Wie kommen wir denn jetzt an diesen eventuell vorhandenen Wert in den Daten, die ich auch habe? So, das ist ja das Entscheidende. Wenn jemand anders die Daten hat, hat der den Wert, davon habe ich ja wieder nichts. Ja, das hilft mir nicht. Das Schöne an Daten ist, dass sie sich zum einen nicht verwerten lassen, in dem Sinne, dass sie danach weg sind. Also ich verbrauche Daten nicht und danach sind sie weg. Deshalb hinkt auch dieser Vergleich mit dem Öl so ein bisschen. Ja, ich kann Daten natürlich beliebig oft nutzen und beliebig oft wiederverwerten. Und das Schöne ist, ich kann auch beliebig viele neue produzieren. Und das Erste, was Sie heute vielleicht mitnehmen sollten von diesem Talk, ist, dass wir häufig in wirklichen Projekten, wenn wir als Chief Data Scientist, als Big Data Experten Projekte beim Kunden machen, egal wie viele Daten der Kunde schon hat, eventuell und ganz häufig welche fehlen. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, häufig Daten noch zu produzieren. Systeme zu etablieren, Systeme einzurichten, die die Daten produzieren, die ich brauche für mein neues Produkt, für meinen neuen Prozess, für meinen neuen Wert, den ich letztendlich generieren will. Trotz all der Daten habe ich oft immer noch nicht genug, beziehungsweise nicht die, die ich wirklich brauche. Ja. Und produzieren können wir natürlich überall. Wir haben auch dieses Bild eben schon gesehen. Menschen produzieren Daten nicht nur durch Geräte, die sie vielleicht zukünftig überall an ihrem Körper tragen. Ja, angefangen vom Smartphone mit, ich weiß nicht, 13, 14 Sensoren drinne oder irgendwelchen Quantified Self Gadgets, wo ich meine Herzschlagrate mitmessen, meine Schritte mitmesse, meinen Insulinwert mitmesse und was auch immer. Temperatur, Körpertemperatur, all diese Sachen. Natürlich hinterlassen Menschen auch überall Spuren, das wissen wir alle im Internet und überall hinterlassen wir Spuren. Unser Smartphone selbst ist der beste Tracker, den man haben kann. Ja, wer so Staumelder bei Google Maps und so weiter kennt, das basiert ja zum Teil auch darauf, dass sämtliche Smartphones all der Autofahrer, die irgendwie im Stau stehen, mitgetrackt werden. Natürlich anonym weitestgehend, ja, das ist ja alles schon da. Also Menschen produzieren natürlich unfassbar viele Daten und das werden mehr. So. Maschinen, wissen wir auch, produzieren Daten, haben vor allen Dingen ganz viele Sensoren an sich, um Daten zu produzieren. Manche reden vom
Internet of Things, was jetzt auch beliebig kleine Maschinen sein können. Manche reden von Industrie 4.0, wie auch immer man das Baby nennen will. Maschinendaten ist ein Riesenpool von neuen Datenquellen. Wir hatten mal ein Projekt, wo es darum ging, von einer riesigen Maschine, die so ungefähr so groß ist wie 10-mal dieser Raum, eine Maschine, die produziert Plastikfolie, die hat irgendwie hunderte von kleinen Sensoren, die messen Temperatur alle paar Millisekunden, die messen Schichtdicke von dieser Bahn, die da gezogen wird, alle paar Millisekunden und in Summe waren das 4000 Events die Sekunde. Also 4000 Datensätze die Sekunde, die diese eine Maschine in einer Industriehalle produziert hat. Ja. Alleine diese Daten zu speichern, ist alles andere als trivial. Die Anforderung geht dann so weit zu sagen, wir wollen in Echtzeit über Störungen informiert werden. Das heißt, ich muss in Echtzeit quasi jeden dieser Datenpunkte in irgendeiner Form prüfen, um zu gucken, ist da irgendwas nicht mit in Ordnung, um dann irgendeine Art von Aktion dran zu hängen. Ja. Das ist Technik. Auch da kann ich sagen, seien Sie gewiss, dass was Sie sich ein Beispiel oder mit Daten irgendwie ausdenken können, Technik haben wir genug. Ja, wir haben genügend Technik, um mit Daten zu arbeiten, auch mit Big Data. Egal, ob sie schnell ist, ob es riesige Datenmengen sind und so weiter, die Technik ist auch schon da. Also wir haben Daten und wir haben Technik, das ist da. Ja. Denken Sie da nicht so groß drüber nach. Natürlich müssen Sie für Ihr Unternehmen drüber nachdenken, welche Technik macht für Ihren Business Case und das, was Sie vorhaben, mittelfristig Sinn. Ja, logisch. Das Problem ist, es gibt wieder mal viel zu viel Technik. Ja. Und Sie müssen natürlich konkret auswählen, was ist jetzt die Technik, die sinnvoll ist, dass Sie darauf in die nächsten Jahren setzen, da rein investieren, die Mitarbeiter schulen, die Prozesse umhängen und das Ganze überhaupt operativ durchführen können. Das müssen wir natürlich wieder tun, das mussten wir ja schon immer tun. Ständig mit neuen Datenbanken, dann kam ein neues CMS-System etc. pp. Ich meine, Technik hatten wir schon immer mehr als genug. Wir müssen ja wissen, welche wir konkret brauchen für das, was wir vorhaben in den nächsten Jahren. Aber ich komme ein bisschen vom Thema ab. Was haben wir noch? Prozesse. Thema hatten wir eben auch schon, natürlich so Smart Cars, Smart Cities, Smart Grids, Smart was auch immer Smart. Ja? Natürlich haben wir ganz viele Systeme, die Daten austauschen in Prozessen, ja? Sei es in Firmen, sei es in der Industrie, sei es irgendwo draußen auf der Straße, überall im Internet natürlich, ja, haben wir beliebig viele Prozesse, die Daten produzieren oder produzieren könnten. Wie gesagt, häufig sind diese Daten noch nicht da, ja, zumindest nicht in einer Form, wie sie vielleicht brauchbar ist. Prozesse produzieren zukünftig unfassbar viele Daten, gar keine Frage. Und Interaktion. Ja. Das, was hier so krude im Hintergrund ist, ist ein Projekt vom Hasso-Plattner-Institut. Also ich lebe in Potsdam und habe sehr gute Verbindung zum Hasso-Plattner-Institut. Und da gibt es eine Forschungsgruppe, die sich mit interaktiven Fußböden auseinandersetzt. Also Fußböden werden smart, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen. Fußböden werden smart. Und smart heißt, dass sie nicht nur erkennen, wann jemand durchläuft und wo der hinläuft und wo der vielleicht hinlaufen will, sondern auch anhand des Schrittes und der Gewichtsverlagerung dieser Schritte erkennen, wer das ist. Ja? Vielleicht sogar, wie es dem geht, wenn er so geht. Ja? Und dann dementsprechend darauf reagieren können. Das produziert Daten, da werden Daten gespeichert, da werden Daten in irgendeiner Form verarbeitet. Was ich damit tue, ist die zweite Frage. Welche Aktion ich da dran hänge? Steuere ich damit das Licht? Die Musikanlage, die Rollläden, was auch immer. Natürlich geht das überall. Also ich kann jedes Objekt und nicht nur Internet of Things, wo einzelne kleine Sensoren Daten produzieren, wie dieser Parkplatz ist frei oder halt nicht frei, kann ich natürlich beliebig viele Sensoren in beliebige reale Dinge verpacken, um Daten zu produzieren und damit letztendlich neue Lösungen zu kreieren. Es gibt auch genau das Gleiche für Autositze, wo das Muster quasi das Muster meines Hinterteils in Gewichtsverlagerungen getrackt wird, wenn ich das in mein Auto einsteige und da drin sitze, um zu gucken, ist das überhaupt sein Auto? Darf der das überhaupt fahren? Wenn nicht, springt der Wagen vielleicht nicht an. Ja? Nickt der gerade ein und ich habe eine leichte Veränderung in meinem Schwerpunkt, ja, und das Auto bremst vielleicht ab. Und so weiter. All diese Dinge. Also wir können beliebig kreativ in Daten denken. Und ich glaube, was uns im Moment noch fehlt, und da komme ich nachher auch nochmal drauf, ist diese Kreativität.
Ja? Wir haben zum einen Leute, die sagen, ja, Daten, 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 super, irgendwas mache ich damit. Sagt mir was. Dann ist Big Data ein reines Technikthema. Seit Jahren reden wir über Big Data, auch hier in Deutschland. Es gibt Konferenzen noch und nöcher. Deshalb sind es die anderen, die jetzt nicht hier sind, höchstwahrscheinlich auch leid, wieder was über Big Data zu hören. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ja? Weil Technologien und so weiter haben wir natürlich alles. Das ist ja alles da. Aber wir müssen kreativ damit werden. Wir müssen endlich in Lösungen denken. Und in Lösungen denken wir, wenn wir kreativer werden. Ja, so, das ist entscheidend. Gut. Worauf warten wir also? Naja, wie der Titel so schon heißt, stehen Sie bitte mal selber auf. Sie sitzen auf Ihrem Datenschatz. Ja, also wir warten eigentlich darauf, dass Leute aufstehen, die wirklich Ideen haben. Dass Leute aufstehen, die wirklich sagen, naja, wir wollen natürlich jetzt anfangen. Wir wollen nicht mehr länger warten, wir wollen jetzt anfangen. Und wir investieren in dieses Thema Big Data, aber wir investieren nicht in Technologie, wir investieren nicht in eine Sache, die all die anderen vielleicht machen. Es gibt ja auch kaum Referenzen. Wenn Sie sich mal umgucken, wer hat wirklich einen Big Data Case gemacht? Kaum einer. Ja, sondern investieren Sie erstmal in Ihren eigenen Kopf. Ja, seien Sie kreativ. Ich wurde gefragt, steht auch draußen nach einem Statement, steht in der Internet World Business von mir, wo jemand vor 2 Wochen oder 4 Wochen oder so einen Beitrag hatte, der sagte, kleine und mittelständische Unternehmen müssen sich nicht mit Big Data auseinandersetzen. Die sollen das erstmal noch verschieben. Ja? Verschieben Sie es einfach, warten Sie noch weiter ab, was passiert und so weiter. Nein. Ganz klar, nein. Ja? Weil wenn man jetzt verschiebt, hat man höchstwahrscheinlich auch noch gar nicht verstanden, was man verschiebt. Und wenn man irgendwas verschiebt, was man nicht kennt und was man nicht verstanden hat, dann kann es einfach auch falsch sein, zu warten. Deshalb bitte erst verschieben, wenn Sie verstanden haben, was Sie verschieben. Und ich glaube, das müssen wir hinkriegen. Ja. Und da bitte ich Sie, versuchen Sie wirklich, Big Data ganzheitlich zu verstehen. Und dann können Sie die Entscheidung fällen, wann Sie damit irgendwas machen oder ob Sie damit überhaupt jemals was machen. Durchaus legitim. Aber bitte nicht einfach sagen, nö, wir warten einfach mal wieder. Ja. Gut, Big Data. Man wird ja ständig gefragt, was ist Big Data? Und es gibt natürlich beliebig viele Definitionen, wie höchstwahrscheinlich Daten auf meinem Rechner. Ich wurde auch letztens wieder gefragt, und die ist sehr lang, die Antwort, aber ich lese sie vor, weil sie, glaube ich, eine ganze Menge trifft. Und sie ist wirklich sehr lang. Ja, keine Angst, ich lese sie jetzt kurz vor. Also für mich reden wir von Big Data immer dann, wenn wir Fragestellungen in Richtung von Daten formulieren, die mit den etablierten Werkzeugen und Methoden nicht mehr zu beantworten waren. So. Ah, Fragen stellen. Interessant. Ja, wir müssen Fragen stellen, ganz wichtig. Sei es aufgrund von Datenvolumen, fehlenden Strukturen oder einfach, weil es algorithmisch oder von Seiten der reinen Rechenleistung noch die Hände gebunden war. Und das ist die Technik. Wir haben heute Technik, die wir vor etlichen Jahren nicht hatten. Die Technik schafft uns unfassbar viele neue Möglichkeiten. Ja? Aber die können wir nicht alle einfach mal machen und dann gucken, welche ist die beste danach. Ja, so viel Geld haben wir nicht. Also müssen wir vorher drüber nachdenken. Wie gesagt, technischen, mathematischen Entwicklungen der letzten Jahre erlauben uns, neue Fragen zu stellen, neue Lösungen zu kreieren und neue Ideen in die Tat umzusetzen. Ideen, von denen wir nicht zu träumen gewagt hätten, das ist so ein bisschen Folklore-Teil in dieser Antwort. Ja, muss ja auch jeder für die Presse funktionieren, damit die so drucken. Dass wir das nun insgesamt als Big Data bezeichnen, ist alles andere als passend, das ist aber auch schwer zu ändern. Ja, also Big ist ja immer eher so groß. Aber wie gesagt, wir reden auch von schnelllebigen Datenströmen, wir reden von beliebigen Datenmengen. Smartness ist auch nicht schlecht als Begriff, heißt ja auch nur, dass wir nicht immer nur von großen Daten reden, sondern vielleicht auch von kleinen, tollen Datensätzen, die man sonst nicht hatte, die man aber verknüpft mit anderen, um daraus wieder was Intelligentes und Neues zu kreieren. Das ist das, ja. Aber den Begriff können wir uns jetzt nicht mehr aussuchen. Der ist jetzt halt einfach mal da und damit müssen wir leben. Mit Web 2.0 mussten wir auch leben und mit vielen anderen mussten wir auch schon leben. Das werden wir schaffen. So, die Potenziale sind natürlich noch lange nicht erforscht. Warum ist das so? Weil wir zwar viel über Technik reden, aber natürlich die Potenziale von Technik beliebig sind, beliebig groß. Ja? Das heißt, nur weil jemand diesen Elefanten, kennen Sie diesen Elefanten? Das ist der Hadoop-Elefant. Wenn jemand schon mal von Hadoop gehört hat, Hadoop ist so eine der Grundlagentechnologien, wenn man von Big Data redet. Ein Stück Technik, also viele Stücke Technik, aber es ist halt Technik. Ja, hilft uns halt beliebig große Datenmengen in akzeptabler kurzer Zeit zu verarbeiten, um es mal so zu beschreiben. Ja. Und nur weil irgendjemand, und irgendjemand heißt Google, Facebook und die ganzen, die vorhin auch schon genannt wurden, das sind die Big Data Firmen. Ja, und zwar nicht nur, weil sie viele Daten haben, sondern sie haben sich selber die Technologie geschrieben. Facebook und Google, Yahoo und wie sie alle heißen, mussten Technologie kreieren, weil es die noch nicht gab. Weil sie Anforderungen von Business-Seite hatten, die durch bestehende Technik nicht zu erfüllen war. Also mussten sie sich neue kreieren. Und netterweise haben sie die Open Source über den Zaun geworfen.
Vieles von dem, was wir an Big Data Technologien haben, ist Open Source. Was auch wiederum heißt, wenn Sie beginnen mit Big Data, Sie müssen nicht $1 Million in eine Appliance von IBM stecken, um beginnen zu können. Nichts gegen IBM, ich hätte jetzt auch jeden anderen nennen können. Müssen Sie nicht. Ja? Vieles davon ist Open Source. Man kann es so in Anführungsstrichen nutzen. Man braucht die Erfahrung, man braucht die Expertise, man muss natürlich programmieren können und. In Berlin gibt es davon reichlich. In ganz Deutschland auch schon. Ja? Ich habe mal geschätzt, es gibt jetzt allein 500 Data Scientists, Pi mal Daumen, in Deutschland. Das sind jetzt natürlich noch nicht zig Hunderttausend, aber schon ganz schön viele. Und es gibt auch ganz viele, die halt programmieren. Weil Programmierung ist meistens Java und Java-Entwickler gibt es seit Ewigkeiten am Markt in jeder Form. Die müssen ein bisschen was Neues lernen, die müssen eine neue Denkweise kriegen. Das ist alles handelbar. Ja? So, also Technik haben wir, aber was machen wir damit jetzt? Was machen wir denn damit mit dieser ganzen Technik? Ja. Und Technik kriegen wir immer mehr. Glauben Sie ja nicht, dass diese Technik da ist. Alle Vierteljahr kriegen wir im Bereich Big Data neue Technologien, die noch höher sind, noch schneller, noch weiter springen, noch geiler. Muss man wirklich so auf den Punkt zu bringen. Wir kreieren in so einer Geschwindigkeit neue Technologien und auch alles, was wir gehört haben, Algorithmen, künstliche Intelligenz, Roboter, das ist alles wahr. Alles, was wir vorher gehört haben. Technik produzieren wir gerade unfassbar schnell. Aber die Technik alleine hilft uns halt nicht. Ja? Und die Daten, wie gesagt, auch nicht. So, vielleicht noch eine wichtige Information. Daten, wenn Sie sie denn haben. Früher war immer dieses Thema, naja, was machen wir mit all den Daten? Müssen wir die noch speichern oder können wir die irgendwann löschen? Weil Speicherplatz war ja auch immer relativ teuer. Ist immer noch relativ teuer. Ist natürlich deutlich billiger als vor 10 oder 20 Jahren. Ist aber immer noch relativ teuer, Speicherplatz. Ja, aber die Empfehlung ist, wenn es irgendwie geht, behalten Sie all die Daten. In Ihrer rohsten Form. Unverarbeitet. So wie Sie die Daten irgendwo produzieren. Ja, natürlich ist das schon beeinflusst irgendwie. Da steckt ja schon eine Idee hinter, warum die Daten so aufgenommen und produziert wurden. Aber behalten Sie sie bitte so. Ja. Weil man weiß nie, wozu man sie brauchen kann. Es gibt den sogenannten Option Value in Daten. Ja, Option Value ist ein versteckter Wert in den Daten, den ich vielleicht jetzt gar nicht kenne, weil ich die Frage noch nicht gestellt habe an diese Daten, weil ich den Business Case noch gar nicht habe. Google beispielsweise, der klassische Case, den jeder kennt. Google hat natürlich sämtliche Suchanfragen gespeichert, seitdem es die gibt, höchstwahrscheinlich alle Suchanfragen aller Nutzer und haben das irgendwann genutzt, um Grippetrends vorherzusagen. Den Case kennt jeder. Der ging durch Spiegel und sonst wo überall. Ja? Das heißt, auf einmal hatte dieser Datenschatz, dieser Datenpool von all den Suchanfragen einen Option Value. Der Option Value war, auf einmal kamen ein paar PhD-Studenten und so weiter oder die Mitarbeiter an ihrem Free Day auf die Idee, hey, lass doch mal gucken, ob wir nicht sowas damit hinkriegen. Und siehe da, ja, es ging. Im ersten Jahr ging es relativ gut. Ja, wo man einfach sagen muss, ja, Option Value. Und davon gibt es ganz viele Beispiele. Natürlich auch welche, die wir nicht so mögen. Ja, große Mobilfunkanbieter haben natürlich die gesamten GPS-Daten ihrer Smartphones getrackt und irgendwo in irgendeiner Datenbank. Und die kamen irgendwann auf die Idee zu sagen, naja, wir können doch in den Innenstädten Bewegungsmuster projizieren auf eine Karte und den anliegenden Geschäften mitteilen, wann sind möglichst viele Zuschauer oder möglichst viele Durchgangspublikum an ihren Läden oder bleiben die da stehen, wie häufig bleiben die vor meinem Geschäft stehen, wie oft da und so weiter und so fort. Da haben die ja initial nicht drüber nachgedacht, dass das geht mit diesen Daten. Ja, die haben einfach die Daten alle irgendwo gespeichert. Und das ist Option Value. Das heißt, auch in Ihren Daten steckt vielleicht und unter Garantie irgendwo ein Option Value. Aber ob sich der heben lässt, das hängt erstmal davon ab, was wollen Sie denn überhaupt tun. Und dann findet man vielleicht diese Hidden Gems, also diese versteckten Edelsteine in den Daten, in irgendeinem Datenpool und sagt, super, dass wir das damals gespeichert haben. Gut, ich zeige mal ein paar Beispiele. Ich habe jetzt welche ausgewählt, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, die eher aus dem Bereich E-Business und Marketing kommen. Ja, man kann beliebig viele andere zitieren, ich habe mal jetzt die mitgebracht. Und wir fangen immer mit einer Frage an. Ja? Und wie gesagt, wenn Sie an neue Ideen rangehen, ich war früher in Agenturen, ich war Konzeptchef bei Pixelpark hier in der Stadt, eine durchaus immer noch namhafte Agentur. Uns war es immer wichtig, eine Frage zu stellen. Wir müssen Fragen stellen, weil dann wollen wir eine Antwort bekommen. Keine Frage haben,
wissen wir eigentlich nicht so richtig, was wir wollen. Also eine Frage formulieren. Und wir haben mit dem Kunden zusammen die Frage formuliert, wie können wir unseren Content automatisiert verschlagworten, um damit irgendwas zu tun. Das danach ist dann eine Aktion. Ich muss ja erstmal irgendwie die Information kriegen. Worum ging es da? Um User-Generated Content. Es gibt so viele Plattformen, wo Nutzer Inhalte produzieren. Hier war es ein großes Frage-Antwort-Portal. Es gibt beliebig viele andere, wo einfach User-Generated Content. Wir hatten auch mal dieses Portal von der Bundesregierung, wo es darum ging, Vorschläge zu machen. Es gab auch von der Bundesregierung so eine Initiative, wo man halt Vorschläge machen konnte, was mir nicht gefällt, was man besser machen konnte. Es gab ganz viel User-Generated Content. Und die Nutzer werden häufig aufgefordert, Schlagworte zu vergeben, ja, die man dann nutzt, um in der Suche im Idealfall Besseres anbieten zu können als Ergebnis als sonst. Das hängt aber natürlich ganz stark von der Qualität dieser Schlagworte ab, häufig. Ja, so auch in diesem Fall. Das heißt, die Qualität der Schlagworte war miserabel. Die hatten Millionen von Beiträgen und die Auffindbarkeit dieser, die korrekte Auffindbarkeit hing häufig an diesen Schlagworten und die Qualität war einfach mies. Um das zu verbessern, was kann man tun? Naja, Big Data, wir haben Millionen von Beiträgen. Wir können die Beiträge auf Ähnlichkeit prüfen. Wir können Cluster bilden. Diese Beiträge handeln vom Thema 1, die vom Thema 2, die vom Thema 3, die vom Thema 4 und so weiter und so fort. Und wir haben, ich glaube, irgendwie 700.000, 800.000 Cluster gebildet. Ja, 700.000, 800.000, also Big Data. 700.000, 800.000 Cluster mit jeweils zwischen 3 und 20 oder 30 Beiträgen. Und die Schlagworte, die da drunter hängen, haben wir aufsummiert und irgendwo abgeschnitten, beziehungsweise auch aus den Inhalten selber relevante Schlagworte extrahiert, mithilfe von intelligenter Textanalyse und hatten an jedem dieser Cluster einen Pool relevanter Schlagworte. Und die konnten wir zurückschreiben an jeden einzelnen Cluster, an jedes einzelne Objekt in diesem Cluster und haben damit eine deutlich höhere Qualität erzielt. Und der Nachweis in diesem Projekt für den Kunden hat erbracht, dass er 20% höhere Umsatzraten hatte bei seiner Vermarktung von Inhalten auf Basis von Schlagworten. Das ist relevant. Ja, wir hatten eine Frage, wir hatten einen klaren Business Case, wir hatten die Daten selber, ja, in dem Fall waren die halt da. Was uns fehlte, war Technologie, Intelligenz. Welchen Algorithmus, welches Verfahren wenden wir an? Das ist Data Science, die Anwendung von mathematischen Verfahren auf diesen Daten. Ja. Das muss natürlich irgendjemand können und dann können wir diesen Case umsetzen. Das mal so. Ich vermeide es oft immer, Bilder zu zeigen, weil wir produzieren ja auch nur Daten. Ja, also letztendlich, wenn wir Daten verarbeiten, egal wie smart auch immer, dann produzieren wir ja auch nur Daten. Die kann man jetzt schön bunt anmalen in irgendeinem Excel-Sheet oder sonst wo, aber ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht um das Bunte, im Moment jedenfalls nicht. So, zweite, woran liegt es, dass unsere Conversion Rate steigt oder fällt? Das interessiert jeden. E-Business-Shop, ja, warum steigt unsere Conversion, fällt und so weiter. Und natürlich macht jeder Web-Analytics und hat da seine Kanäle eingerichtet, seine Sales Funnel und trackt die. Und weil keiner Google Analytics traut, macht er das Ganze einmal in Google, einmal in Webtrack, einmal in E-Tracker, einmal in keine Ahnung und macht es gleich fünfmal und nimmt so den Mittelwert immer. Ja? Aber ist das wirklich alles? Also hängt es nur an dem Verhalten der Nutzer auf meiner Webseite, warum die Conversion Rate steigt oder fällt? Wir haben zum Beispiel mal einfach einen Case gemacht, das ist eine Plattform, die wir betreiben. Also wir betreiben so eine Real-Time-Monitoring-Plattform, wo man beliebige Datenströme reinlaufen lassen kann, kann beliebige Interfaces drüber setzen und einfach mal sowas machen. Das ist zum Beispiel Web Analytics, das sind die Transaktionen oder die Conversion Rate in dem Fall, also Transaktionen durch Anzahl der Unique User, was auch immer, wie man es berechnen will. Und hier unten haben wir die System-Performance gemessen. Das heißt Serverdaten. Die Serverdaten im Backend. Und wir haben auf einmal festgestellt, Moment, dieser Dip hier, dass die Conversion Rate fiel, hatte was damit zu tun, dass unser System instabil war an der Stelle. Das kriege ich aus Web Analytics alleine nicht raus. Jetzt kann vielleicht sein, ich rufe in meiner IT an und sage, was war denn da jetzt wieder los? Häufig kriege ich auch diesen Dip mit, weil irgendwer anruft und sagt, oh, die Website ist wieder so lahm. Aber dass es auf einmal wirklich am gleichen Zeitpunkt war, wie meine Conversion Rate abgefallen ist, weiß ich vielleicht nicht. Genauso kann ich auch Wetterdaten reinfließen lassen. Man kann zum Beispiel sagen, die Conversion Rate fiel in Berlin, weil es da auf einmal besseres Wetter gab. Wetterdaten als Datenstrom. Ich kann beliebige Datenquellen miteinander verknüpfen, korrelieren, dem Menschen und wie gesagt, ich glaube fest daran, aber es wurde in meinem Vorrednervortrag von Herrn Leonhard ja auch klar, den Menschen brauchen wir natürlich noch für die Interpretation all dessen, für die Intuition auch letztendlich. Den Menschen brauchen wir immer. Ja, hier kann der Mensch gucken und sieht all die Signale,
die rund um Conversion Rate interessant sind und kann genau hier mal eintauchen und sagen, was war das denn da? Was ist denn da passiert? Und so kann ich beliebig viele weitere. Warum ist hier noch nichts passiert? Warum ist da noch was passiert? Das ist jetzt nur ein Screen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, diese Idee zu haben, die Frage zu haben, wir wollen alles wissen und alles überprüfen, was in unserer Macht steht, um zu identifizieren, warum fällt unsere Conversion Rate. Und nicht nur, dass man es mal im Webshop macht. Wo liegen Cross-Selling-Potenziale in unserem Online-Shop? Das ist wieder so ein klassischer Big Data Case, wo es um Volumen ging. Es ging um eine Recommendation Engine von einem neuen Shop. Ein neuer Shop hat meistens das Problem, wenn der gerade launcht, dass er natürlich noch wenig Transaktionen durchgeführt hat und ich damit keine intelligente Empfehlung aussprechen kann, weil die meisten sogenannten Collaborative Filtering-Ansätze, wie es mathematisch heißt, basieren ja darauf, dass ich angucke, was haben denn andere Nutzer gekauft, die ähnlich sind zu mir. Wenn wenig Transaktionen stattgefunden haben, kann ich das nicht machen. Dann kann ich nur sagen, wenn jemand die Flasche Whisky kauft, dann biete ich ihm dann nächstes Mal die andere Flasche an. Ja, das ist eine sehr triviale Beziehung, die ist rein inhaltsbasiert, ja, und ist nachweislich nicht sonderlich erfolgreich. Was kann man aber machen? Na, wir haben doch das gesamte Internet. Nehmen wir doch mal das gesamte Internet. Ein Beispiel, wir haben einfach mal aus einem Shop raus sämtliche, das ist nur ein Beispiel, wir haben das für 20, 30 Kategorien gemacht in diesem Shop. Eine Kategorie war Schokolade. Ja, hier mal exemplarisch dafür. Und wir haben das Internet befragt. Wir haben in sämtlichen relevanten Foren geguckt, über was reden denn die Nutzer im Kontext von diesen Markennamen, von diesen Produkten? Über was reden die denn? Was steht denn in einer Assoziation aus der Nutzersicht zu diesen Produkten? Ja, was könnte man denn daraus lernen, um es zu empfehlen? Weil wenn viele die Assoziation schon haben, ist die Empfehlung natürlich nah. So, ja. Und was haben wir gemacht? Wir haben Millionen von Forenbeiträgen eingesammelt. Ja? Millionen, 20, 30 Millionen Forenbeiträgen von 100 bis 150 relevanten Plattformen. Eingesammelt, analysiert, Daten gemacht und haben dann das hier rausbekommen. Das haben wir nicht vorgegeben. Ja? Der Algorithmus hat uns nachher gesagt, pass auf, das sind die relevantesten Assoziationsthemen, thematischer Kontext zu diesen Produkten. Hier besonders auffällig, hier eher weniger. Ja, und konnten jetzt beispielsweise das mal so visualisieren. Und sehen zum Beispiel, dass Bounty eine Assoziation hat zu Kuchen, Gebäck und Muffins und haben nachher herausgefunden, dass ganz viele Leute, wenn sie im Internet, auch gerade auf diesen Kochrezepten und Rezepteplattformen, das war da ein starker Indikator, reden sie über Bounty Muffins. Ja, das ist jetzt zwar auch nicht sonderlich smart. Man sagt, naja, warum sollen die da jetzt nicht drüber reden? Sie tun es aber in einer relevanten Schlagzahl. Viele reden darüber. Ja? Also kann ich natürlich in meiner Recommendation Engine sagen, hier, beachte diese Verteilung, ja, die ich habe und empfehle vielleicht nachher auf Basis von deiner Empfehlungslogik zu meinem Bounty-Riegel demnächst eine Muffin-Backblech, wenn ich es denn habe in meinem Shop. Ja? Genauso gut kann ich diese Intelligenz nehmen, die die Nutzer im Internet haben, kann das in meinen Suchindex schmeißen, und kann immer sagen, wenn die Leute nach Muffin suchen, gebe ich ihnen keinen Muffin, weil den habe ich vielleicht gar nicht, gebe ihnen vielleicht Bounty. Ist jetzt ein bisschen konstruiert. Ja? Es geht nur damit, ich kann damit ganz, ganz viel machen. Ja? Das Wissen ist da, es ist riesig viel da. Wir müssen es natürlich absammeln, wir müssen es intelligent verarbeiten, wir müssen es aufsummieren, wir müssen es interpretieren. Und diese Interpretation, diese interpretierten Ergebnisse können wir in eine Aktion führen. Und diesen Prozess, den werde ich nachher mal kurz zeigen. Wie wird Lehr damals in der Nutzerkommunikation im Kontext von Kochen und Rezepten erwähnt? Das war relativ ähnlich. Da kam Lehr damals auf uns zu und fragte, sag mal, tauchen wir eigentlich im Kontext von Kochen und Rezepten auf im Internet? Die wollten sich da anscheinend stärker engagieren oder auch gar nicht, wenn es sich nicht lohnt und so weiter. Wir haben eine ganze Menge herausgefunden. Das ist so mal ein Output, den wir generieren. Ja, also die Maschine, ja, die künstliche Intelligenz, ja, das funktioniert häufig mit maschinellem Lernen, nennt sich das, das ist so ein Teilbereich der KI, ja, produziert mir dieses Ergebnis, also abzüglich diesem hier, so, ja, dieses Ergebnis kriegen wir da raus und merken, aha, irgendwie Käse taucht hier immer im Kontext von Pfannkuchen, genial, pervers, Bacon, Banane, Ananas, Burger, Pizza auf. Ja, der Mensch interpretiert wohlwollend genannt schnelle Küche. Man könnte auch sagen, Backofen, Käse drüber, fertig. Ja, das, was man halt so isst, wenn man Student ist, höchstwahrscheinlich.
Ja, so. Und dann taucht Käse auf in Salat, Spargel, Gemüse, Tomaten, Spaghetti, Kartoffeln, Nudeln. Und der Mensch hat sofort eine Assoziation und sagt, ah, gesunde Ernährung und so weiter, taucht das irgendwie auch auf. Da muss man natürlich noch tiefer einsteigen, muss die Beispiele angucken, die relevantesten Treffer angucken und so weiter. Ich will nur mal zeigen, das wirft eine künstliche Intelligenz raus. Der Mensch muss schon noch ein bisschen in die Interpretation gehen, muss noch hier und da mal ein bisschen gucken, um das Ganze auch wirklich die Intuition spielen zu lassen, das Bauchgefühl, um diese Interpretation leisten zu können. Und mit dieser Interpretation kann ich dann weiterarbeiten und sagen, in welche Aktion überführe ich das denn? So, und ein schönes Beispiel, was auch jeder kennt, wie erreichen wir Same-Day-Delivery, Amazon neues Patent, Versand erfolgt vor der Bestellung. Das hat jeder, glaube ich, gelesen. Ja, Amazon will zukünftig die Pakete schon vorher verschicken, ehe ich bestellt habe. Ja, das ist natürlich wieder ziemlich Marketing, Effekthascherei. Ganz ehrlich, so weit weg sind die davon, glaube ich, nicht mehr. Die gesamte Infrastruktur von Amazon, die gesamte Logistik ist so predictive, wie es so schön heißt. Also nutzt so viele Vorhersagemodelle, um natürlich die Lagerhaltung zu optimieren, geografisch und insgesamt in den Nutzern, und natürlich auch möglichst schnell ausliefern zu können. Das muss natürlich alles optimiert werden. Da stecken Millionen und Millionen von Kosten drin, die man sparen kann. Ich weiß es von einem großen E-Commerce-Händler hier aus der Stadt, ohne einen Namen nennen zu wollen. Die haben durch eine Optimierung ihrer Infrastruktur, durch eine kleine, eine Stellschraube, die sie mit ihrem Data Science Team herausgefunden haben, 40 Millionen gespart. Dann haben sie noch eine Stellschraube, dann haben sie noch eine Stellschraube. Infrastruktur, ja, produziert massig Daten. Wenn ich die Daten intelligent auswerte und verknüpfe, stecken da riesige Potenziale drin. Und was Amazon sicher schon tut, ist, dass sie vorhersagen können, was im regionalen Umkreis ihres physikalischen Lagerhauses morgen bestellt wird. Sie wissen nicht, dass ich derjenige bin. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und selbst wenn Sie es wissen, ist das eine Wahrscheinlichkeit von 40%, 50%, dann können Sie quasi raten. Ja? Das hilft Ihnen nicht. Aber die wissen mit Sicherheit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, 80 und 85%, was auch immer, was im regionalen Umfeld, in Ihrem Einzugsgebiet, um jedes einzelne Lagerhaus, was irgendwo steht, machen können. Jetzt habe ich noch 5 Minuten und habe mich total verquatscht. Deshalb, mal ein bisschen schneller. Ich will das kurz zeigen. Das ist ein Data Science Process Model, was wir kreiert haben, wo es in erster Linie darum geht zu sagen, wie mache ich mein erstes Big Data Projekt? Wen brauche ich dafür? Was muss ich alles tun? Ja, das haben wir aus der Praxis eruiert, das haben wir letztes Jahr veröffentlicht. Es besteht aus 6 Phasen. Ideenfindung quasi, das kann auch Anforderungsaufnahme heißen, wie Sie es immer gerne hätten. Das ist egal, das kann auch Lastenheft heißen, don't care. Ja, ist relativ egal. Ich muss wissen, was ich tun will. Ich muss den Datenpool aufbauen. Das ist beliebig müßig. Jeder, der mal mit Datenbanken zu tun hatte, Data Pre-Processing, Datenbereinigung und so weiter, das müssen wir immer noch tun. Dann hat es viel mit Exploration zu tun. Exploration heißt, dass wir als Mensch in diesem Datenpool im Sinne der Fragestellung nach Antworten forschen. Ja, Data Science, also wirklich so dieses Forschen, um hier mal was zu tun, da was zu machen, das ist hochagil. Deshalb ist es auch nicht so teuer. Man muss nicht auch da nicht 100.000 Euro investieren, sondern lieber agil planen, in mehreren Sprints planen, ein intelligentes Team draufsetzen und einfach machen lassen, ehe man es dann letztendlich weiter in Richtung Operationsreife überführt. Und der Kern an dieser Stelle ist, um es kurz zu machen, weil mir läuft die Zeit weg, wir können nachher gerne dann noch quatschen. Das intelligente Zusammenspiel von menschlicher und künstlicher Intelligenz. Und das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt, auf den ich hier raus will. Wir brauchen die Maschinen, weil sie da sind und weil sie was können, was wir als Menschen nicht mehr leisten können. Diese Intelligenzen, diese AI, alles, was wir vorhin gehört haben. Maschinen können Dinge tun, die wir als Menschen nur noch schwer tun können. Vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und in dieser Zeit. Maschinen sind so unfassbar schnell in Dingen. Das können wir nicht mehr tun, aber wir brauchen natürlich den Data Scientist als so eine Art Zoobändiger, ja, Zoodompteur, Löwendompteur, der den Maschinen natürlich irgendwo mitteilt, was sie tun sollen, und der natürlich das, was die Maschine dann letztendlich rausspuckt, auch irgendwie wieder interpretieren kann. Wir brauchen halt auch diese Intuition, und da stimme ich vollkommen zu. Gut. Da dieser Talk ja Zukunft Big Data heißt, will ich jetzt jeweils 1 Minute ganz schnell auf 3 Themen eingehen, die mir wichtig sind. Und zwar nicht in den nächsten 10 Jahren, um wieder irgendwelche Wurmlöcher aufzumachen. Ja, und ich werde jetzt auch nicht über Roboter reden, obwohl ich das cool finde. Ich schreibe gerade eine Me Hausarbeit zum Thema Mediation, wie Menschen und Maschinen zukünftig durch Mediation ihre Konflikte lösen können. Ganz spannend, geht natürlich nicht, aber ich bilde mich weiter.
kann ich auch nur empfehlen. Gut, Future Big Data. Für mich sind es drei Punkte. Design. Design ist für mich das alles Entscheidende. Wir reden über Technik, wir reden über Daten, wir reden über Business und wieder mal vergessen wir Design. Und irgendwann kommen sie dann wieder um die Ecke und sagen, User Experience, Design, Creativity, wo ist sie hin, wo haben wir sie wieder auf der Straße liegen lassen, wir haben sie schon wieder überholt. Ja, Design liegt schon wieder irgendwo da hinten rum, rappelt sich mühsam hoch. Wir reden über sowas wie Datenvisualisierung, ein buntes Bild auf Daten schick. Nein. Design ist die Kernkompetenz in der Zukunft. Wenn der Mensch noch irgendeinen Stellenwert in dieser Gesellschaft neben den Maschinen haben will und Arbeit, dann ist sie im Design. Das ist meine Ansage. Und deshalb glaube ich daran, dass wir da früher drüber nachdenken müssen. Ja? Und vor allen Dingen, das sagt einer der führenden Köpfe hier in Berlin im Bereich maschineller Intelligenz, sagt, people are not as flexible as machines. They must be trained and retrained. Wir müssen diesen Umgang mit Maschinen lernen. Wir müssen den Umgang mit künstlicher Intelligenz lernen. Wir müssen den Umgang mit Wahrscheinlichkeiten lernen. All diese Algorithmen, über die wir heute reden, produzieren Wahrscheinlichkeiten. Was um Himmels Willen heißt 87,3%? Wir als Menschen wissen es nicht. Wir können sagen, das ist da oder das ist nicht da. Das verstehen wir. Wir haben kein Gefühl für 87,3%. Das lernen wir nirgendwo. Das müssen wir lernen. Ja? Und das braucht Zeit. Und deshalb müssen wir da jetzt mit anfangen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Das heißt, die Benutzerschnittstelle ist natürlich wieder wichtig. Ja? Da gehe ich jetzt nicht drauf rein, das ist aus Wikipedia zitiert. Darum geht es mir gar nicht. Und es geht nicht um die bunten Bilder. Weil was sagen die aus? Was sagen denn bunte Bilder aus? So auf den ersten Blick auch erstmal wenig. Ich muss den Menschen da abholen, wo er steht. Und natürlich muss ich das Nutzerinterface gestalten. Und ich muss die Prozesse gestalten. Ja? Und ich muss auch das Verständnis für Big Data, die Fortbildungsstrukturen in Unternehmen gestalten. Ich muss gestalten, das ist Management, ja? Durch Design. Ganz entscheidend. Und wir vergessen es gerade wieder. Ja? Und das finde ich so irritierend. Der Mensch ist so dumm manchmal. Das ist echt, wir haben es ihm so oft gesagt. Und er vergisst es immer wieder. Yeah, exciting, beautiful, technical. But what does it mean? Yeah, don't know. Ich weiß es nicht. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich mit den Daten nicht arbeiten. Dann kann ich darauf doch keine Entscheidung fällen. Diese Maschinen und diese Daten sollen uns helfen, Business zu machen, Entscheidungen zu fällen, tägliche Entscheidungen, für die der Mensch letztendlich immer noch gerade stehen muss. Es gibt keine Rechtsprechung, dass die Maschine dafür gerade steht im Moment. Die kommt höchstwahrscheinlich bald, ja? Wenn es um autonome Autos geht oder so. Der Mensch tut das im Moment noch nicht, die Maschine. Also muss der Mensch dafür gerade stehen. Also muss ich auch verstehen, was diese Scheißmaschinen tun, auf Deutsch gesagt. Ja, und dafür brauche ich Design, Interfaces. Ja. Was muss ich noch können? Error Handling. Habe ich noch 2, 3 Minuten? Ja, super. Error Handling. Dafür gibt's, wir müssen Fehler akzeptieren. Ja? Wir müssen mit Fehlern umgehen lernen. Mehr als vorher. Und zwar das an beiden Stellen. Die Menschen machen Fehler, davon gehen wir aus. Ah, der Mensch war schuld. Menschliches Versagen. Lesen wir auch immer häufiger, wenn es darum geht, dass Maschinen irgendwas gemacht haben. Der Mensch hat eingegriffen, dann ist der Mensch schuld. Ja? Mag ja sein. Der Mensch macht natürlich Fehler. Der erkennt Gesichter auf dem Mond. Mars. Ja? Der erkennt die heilige Jungfrau Maria in einem Toastbrot. Alle, wir kennen die Geschichten, natürlich machen Menschen Fehler. Das nennt man Apophenie übrigens, ja, dieses Fehlding. Aber Maschinen auch. Maschinen machen auch Fehler. Das ist ein Algorithmus, der mir die Ähnlichkeit bestimmt zwischen Bildern. Ja? Ja. Ja. Ja? Aber Maschinen machen einfach Sachen falsch, genauso das hier. When Google got flew wrong. Jeder kennt die Story, dass Google die Grippe, wie ich vorhin gesagt habe, auf Basis der Suchanfragedaten und so weiter ausgewählt hat. Im ersten Jahr waren sie relativ nah dran, im zweiten und dritten Jahr schon wieder nicht, gar nicht mehr. Stand ging auch durch die Presse, haben viele überlesen. Ja? Der Algorithmus, das Modell war auf einmal falsch, weil viel mehr Leute auf einmal durch die Presse dadurch aufmerksam gemacht wurden, viel mehr gesucht haben, auf einmal das ganze Modell quasi hinterfragt wurde, es wurde aber nicht angepasst und auf einmal gab es laut Google eine viel größere Epidemie, als letztendlich war, weil die Erhebung dahinter und das Modell einfach nicht mehr hinterfragt worden ist. Wir hinterfragen Dinge dann irgendwann nicht mehr. Ja, hat doch immer funktioniert. Falsch. Hier ändern sich Dinge ständig. Ich muss das verstehen, ich muss das lernen. Es geht hier nicht nur um Fehler, es geht um Lernen. Ja, das überspringe ich jetzt mal kurz. Wir müssen wissen, wie fällen denn diese Automaten Entscheidung? Mein Sohn ist 6, ich will, dass er das lernt. Tut er nicht in der Schule, werde ich ihm wohl beibringen müssen. Ich will, dass der das lernt, wie diese Automaten funktionieren.
dass er dahinter gucken kann und sieht, wie die Drähte gezogen wurden. Das muss er lernen. Der muss rausfinden, wie fällen die denn Autoentscheidungen? Wie erkennen wir denn zukünftig noch Fehler im System? Ja? Welche Alternativen haben wir denn nicht mehr, wenn wir das mal die Maschine einfach laufen lassen? Das sind Sachen, die müssen wir doch jetzt denken. Ja? Also, lass uns bessere Fehler morgen machen. Ja? Dadurch lernen wir, das ist Fortschritt, das müssen wir tun. Darum geht's. Und der dritte Punkt, nur ganz kurz, Culture. Weil alle reden auch über Data-Driven Business, Data-Driven Culture und all diese Sachen. Richtig. Ja? Das will ich abschließen mit ein paar Zitaten. Ein schön, How to create a Data-Driven Culture. Das stand, glaube ich, im Forbes Magazine. Und um es kurz zu machen, die sagen, wir stellen einfach so ein Board auf mit den wichtigsten Unternehmens-KPIs, ja, in die Eingangshalle. Und immer wenn der Mitarbeiter daran vorbeigeht, jeden Morgen oder jeden Mittag, dann weiß er genau, was passiert bei uns. Ja? Und dadurch, dass er jetzt Zugriff hat auf diese Daten, motiviert ihn das. Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gelesen habe. Das wäre ja super, dann stellen wir nur noch Boards auf mit Daten. Überall Boards in der ganzen Stadt und alle sind motiviert und glücklich und sind über alles informiert. Das ist das Absurdeste, was ich je gehört habe. Das ist diese Art von Kulturdenken. Ja? Also, deshalb, Culture ist natürlich keine Management-Disziplin. Ja? Sollte man vielleicht auch mal berücksichtigen. Natürlich kann Management helfen, Kultur zu fördern, aber bitte nicht tun. Es muss aber auch nicht so aussehen, das ist auch vollkommen klar. Darf es gerne, muss aber nicht. Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle immer das, as we move into the future, it's important to bring culture with us. Das heißt, wir müssen natürlich lernen. Unternehmen müssen lernen. Unternehmen müssen sich verändern, das müssen sie ständig tun. Und tut das bitte alle von euch, von Ihnen, durch Design, Fehlerbewusstsein und kontinuierliches Lernen und Hinterfragen. Die einzige Chance. Auch gerade bei Big Data. Aber nicht liegen lassen, nicht noch 2 Jahre warten. Dann ist man einfach jetzt zu faul. Das ist so meine Ansicht. So. In aller Kürze könnt ihr nachlesen, wer wir sind, wurde schon erzählt. Wir machen Cloud, Big Data und Softwareentwicklung. Wir sind Gartner Cool Vendor, wenn es interessiert. Das ist ganz schön cool gewesen. Ich mache auch was mit Daten. Donnerstag ist mein Data Science Day hier in der Stadt. Dankeschön.